Servus, Freunde der gepflegten Blasmusik, habe die Ehre. Ich möchte euch ganz kurz heute mal das Trackpack vorstellen. Ich habe mir auf mein 1290er GT beim Jahresservice jetzt das Trackpack aufspülen lassen und ich muss die Euphorie mit euch teilen. Das ist echt gigantisch. Im Sportmodus ist die GT ja vorher schon extrem gut gegangen. Aber was der Trackpack nochmal ausmacht durch die direkte Gasannahme, das ist echt Wahnsinn. Was das Trackpack beinhaltet, das blende ich euch jetzt ganz kurz ein. Könnt ihr euch mal durchlesen, was alles so im Umfang mit dabei ist. Und dann komme ich wieder zurück und dann zeige ich es euch am Display. Also, bis gleich. So, Freunde, hallo für den zweiten Teil, diesmal mit der Displayansicht. Hab mir ein schönes Plätzchen gesucht bei uns in der Salzachau. Bisschen Vogelgezwitscher ist immer gut und Ruhe vor allen Dingen. So, aber jetzt gehen wir zum Wesentlichen. Jetzt fahren wir mal aufs Display runter. Also, so ist ja jetzt einmal die normale Displayansicht. Ihr seht hier unten ganz normal, das kennt ihr alle. Meine Einstellung, wie ich jetzt immer gefahren bin, das ist Dämpfung Street, Ride, Sportmodus, MTC ein und ABS bin ich auf Road gefahren. So, ich habe das Trackpack jetzt drauf, das heißt, wir gehen über Set ins Menü und wählen dann unseren Fahrmodus aus und sehen, dass wir zusätzlich zu den vorher verfügbaren, also Sport, Street, Rain, jetzt auch den Track-Modus verfügbar haben. Wir gehen da jetzt halt einmal ganz kurz dann mit Set auf Anwählen. So, und sind dann im Track-Modus drinnen. Was können wir jetzt halt in dem Track-Modus alles einstellen? Wir haben hier die Gasannahme. Gasannahme, wenn wir wieder mit Set bestätigen, gehen wir ins Untermenü. Und habe hier die Gasannahme, die Wahlmöglichkeit zwischen Track, Sport, Street. Ich habe das jetzt bei mir auf Track, weil da macht es natürlich am meisten Sinn und die ist richtig brutal, die Gasannahme. Also die macht richtig Laune. Einfach mal ausprobieren. So, Anti-Wheelie-Modus ist hier aus ein. Den habe ich ein. Dann hat man hier die Launch Control nur als zusätzliches Gimmick mit dabei. Gut, Launch Control braucht man natürlich jetzt halt im normalen Landstraßenbetrieb eher weniger. Es ist mit dabei, also hilft ja nicht. Dann haben wir übers Layout nur die Möglichkeit, und zwar gibt es das nur, soweit ich es gelesen habe, bei der GT. Also wir haben hier den Track Layout. Sagt man. Wenn man drauf geht, an der Seite praktisch nur die wichtigsten Dinge. Also ich habe in der Mitte die Ganganzeige und ganz rechts unten die Geschwindigkeitsanzeige. Bei der GT gibt es den Performance-Modus. Der Performance-Modus unterscheidet sich in dem, dass auch nach wie vor alle wichtigen Sachen und auch KTM MyRide und Navigation und wie sie alle heißen, auf der GT eben auch mit drauf bleiben. Also ich wähle hier immer diesen Performance-Modus. Können wir uns ja dann nochmal anschauen, wie der dann ausschaut. Der schaut jetzt in Anführungsstrichen dann so aus. Ich habe an der Seite hier die Slip-Anzeige, also das ist die Traktionskontrolle, wie viel Schlupf, dass ich zulasse. Da auch gleich nochmal die Information dazu. 9 ist die höchste Stufe, also das TC regelt hier am höchsten. Je weiter, dass ich runtergehe, desto mehr Schlupf lasse ich auf dem Hinterrad eben zu. Ansonsten, man sieht den Performance-Modus. Ich habe hier an der Seite meine Einstellungen nur drinnen. Die kann ich ja über die bekannten Vorwähltasten ja auch wieder anders belegen, wie ich es möchte. Muss ich auch noch machen, bei mir sind es halt jetzt nur so drinnen. Genau. Und unten sieht man eben dann hier noch einmal die weiteren Einstellungen im Trackpack,
Also hier praktisch die ganz normal, das ist eh klar von vorher. Die Dämpfung, dann habe ich hier die, also die Gasannahme, Anti-Willi-Modus, MTC ein und ABS habe ich Road mit drinnen. Das auf LC ist klar, das ist nur mal der Hinweis, dass die Launch Control aus ist. Genau, ansonsten, wie gesagt, unterm Fahren über die Pfeil nach oben, Pfeil nach unten Taste verändert sich hier der Slip, Traktionskontrolle, kann ich auch unterm Fahren einstellen. Jo, okay, soweit so gut. Ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen was geholfen. Auch zu der Kaufentscheidung kann ich euch nur sagen, ich bereue den Kauf des Trackpacks überhaupt nicht. Natürlich, er kostet Geld. Bei mir hat er 286 Euro gekostet. Ich habe ihn beim Jahresservice mit aufspielen lassen. Aber ist jeder Cent wert. Es gibt Riesengrenzen. Die GT ist vorher schon gut gegangen. Mit dem Track-Modus geht es nun mal weit besser. Die Gasannahme ist richtig heftig und, was aus meiner Sicht eigentlich der hauptbewegende Grund ist, diese schräglagenabhängige Traktionskontrolle, wie es vorher war, dass die in der Schräglage wahnsinnig Leistung weggenommen hat und am Kurvenausgang, je weiter du in die Gerade wieder gekommen bist, hat die rausböllert ohne Ende. Das ist halt jetzt anders da. Man hat jetzt da kontinuierlich richtig Dampf auf der Hütte, so wie es sein soll. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche